Ach so, ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Der Dü und ich liefern uns jetzt sich mal wieder ein paar lustige Gefechte. Der Dü schon mit Helden, ich noch nicht. Mal schauen, wann ich meinen beschwöre. Wir werden sehen. In jedem Fall werde ich mich jetzt mal muten und dann geht's weiter. Macht eure Waffen bereit! Hält sie! Die Uruk zerschmettert sie! Macht euch kampfbereit! Schnell, wir brauchen Rohstoffe! Ich krieg langsam Hunger! Sie wittern den Feind! Einige Uruk-Speerträger sind in Gruppen stehen. Machen wir uns auf die Jagd! So, ja, ich schon wieder vergessen zu quatschen. Ich werde ja erst einmal gucken, wo ist. Und dann hier unten gleich mal ein paar Dunedain hinschicken. Der Feind, der Gründer! Wir müssen kämpfen! Die neuen Fahrzeuge sind da! Und die Dunländer sind immer nicht schlecht. Das ist doof. Das machen wir nicht. Oh, na gut, so gut sind sie dann auch nicht. Ich dachte, die waren mal besser. So, na gut, gehen wir hier mal rüber. Oh, meine Wagreiter hat wohl erwischt. Jawohl. Na, kein Problem, stellen wir neue. Zwei. Ihr seid in der Eins. Und hier die zwei. Gleich mal hoch. Boah, wie fies. Wir nehmen jetzt trotzdem den hier. Dann hauen wir sie weg. Aber ganz schnell hier. So geht das nicht. So, haut sie weg. Hopp. Dann müssen wir eben hier oben eben mal neu nachproduzieren. Das sollte kein Problem sein für uns. Zack. So, haut sie einfach tot hier. Genau. Das Teil nehmen wir auch noch ein. Schon ein bisschen nervig, die Typen. Aber wir können ja hier. Bald haben wir sie wenigstens. So, die sind platt. Wunderbar. Was senden wir hier? Mal Rohstoffproduktion, das ist gut. Hier, zack. Und dann nehmen wir den hier das Teil noch in. Das hier nehmen wir. Zwei. Ja, voll. Das momentan, das Stören der Handelswege sozusagen, das klappt. Bis jetzt zumindest. So, Feuerpfeile haben wir. Das haben wir. Das. Ja, haben wir hier noch. So, haben wir hier noch. Da haben wir noch Bogenschützen. Schön, schön, schön. So, Palantir ist auch wieder frei. Das heißt, wir können gleich mal gucken, was hat er denn so Schönes? Nicht, wie immer. So, und ihr kriegt auch zack, zack, zack. Wie sieht's denn aus? Seine Armee ist, naja, so lala. Also im Vergleich zu der letzten Karte, die wir gespielt haben, ist das jetzt gar nichts. Weder das, was er hat, noch das, was wir haben. Aber das wird schon werden. La. Den hier machen wir auch noch platt. Machen wir uns auf die Jagd. Lauf! So. Sie wittern den Feind. Oh, Baumeister. Die Wagen sind hungrig. Wir dürfen an.
So, jetzt nicht, jetzt bald. Zack. Zack. Ja, da hinten sind schon ein paar von denen. Komm, das schafft er. So, okay, ein Stück zurück. Wie immer. Und hier geht wie immer nichts voran. Weil ich mal wie immer nicht genug Einheiten habe. Das heißt, ich muss mal hier ein bisschen Nachschub bauen. Hier bauen wir hier mal noch eine rein. Und da kommt er mit einer neuen Armee. Die wir natürlich mit den Wagreitern wieder platt machen müssen. So, komm, das schaffst du. Okay. Hat zwar einen platt gemacht, aber dafür haben wir sie platt gemacht. Das ist wichtig. Zack. Okay. Ja, die sind auch hier. Alle hierher. Hier ebenso. Du ist relativ in der Hinterhand momentan, aber das liegt da auch daran. Und dass wir ihn gerade von nach vorn kommen lassen. So. So, gucken wir mal. Schauen, ob wir ein bisschen vorlocken können. Ich habe ja noch hier. Ah, guck mal da. Wunderbar. Und hier rein haue ich jetzt die Wundländer. Zack, zack, zack. Sollte relativ schnell gehen hier. Ich krieg das hin. Im Moment hat er eigentlich von Anfang an keine Chance gehabt. Was haben wir jetzt? Ich warte mal noch bis 15. Dann habe ich den Wächter im Wasser. So, hier nimmt sich Steve mit vor hier. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich eh gleich. Nein, die leiten da auf ruhig. Okay, sieht gut aus für mich. Sieht gut aus. Ja. Ich denke, den Ring, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich hau ihn einfach weg und gut ist. Tja, das war's. Hast du aufgegeben oder? Oder? Aha, das war ein offizieller Sieg. Glückwunsch. Dazu. Dankeschön. Ja, genau, muss man ja so sagen. Ja, hast gut gemacht, hast gleich von Anfang an angegriffen. War mir eigentlich fast auch klar gewesen, dass das so kommen wird, aber ich habe kein Mittel halt dazu gefunden. Naja, so ist naja, es halt was, ja, genau. Und was anderes kann man ja, wenn man 2 gegen 2 kämpft, muss man ja irgendwo seine Fähigkeitspunkte aufbauen. Und wenn da nur einer da ist, nimmt man eben den. Richtig, so sieht genau aus, so sieht's halt aus. Und gerade bei Isengard. Wobei ich halt sagen muss, ich habe es eigentlich schon auf meinem Kanal gesagt, die Map war vielleicht auch etwas ungünstig, weil der untere, der hatte, glaube ich, einen Nachteil gehabt. Weil ja, das heißt, ja nicht aus, dass etwas kleiner war, aber das heißt ja nicht, dass du nicht über den Fluss hättest drüber setzen können und dort über dem Fluss weiter hättest bauen Fluss, können. Der ist schon ein ziemliches. Nein, er ist kein Hindernis, weil er hat genug Wege zum drübergehen. Hindernis nicht, hast du recht, aber. Er hat genug Wege zum drübergehen. So, gut, okay. Wir haben bei 9 Minuten. Willst du wirklich jetzt beenden oder willst ja, du? Ja, dann machen wir gut. Beenden. Ja, okay. Ja, Leute, ist halt eine etwas kürzere Folge, aber Sildur nix. Ich habe ja auch nicht geahnt, dass ich den so schnell wegschnetzel, sonst hätte ich das einfach in der letzten Folge mit hinten rangehängt. Ansonsten haben wir wieder was Gutes getan. Was gibt's noch zu sagen? Welt? Ja, für genau, was gibt's eigentlich noch zu sagen? Ja, wir könnt, wie gesagt, auch gerne mitmachen. Braucht euch nur bei uns melden. Wir
schreiben euch dann an, wenn es denn mal soweit sein sollte. Dieses Mal hätte ja, wie gesagt, einer mitmachen wollen und sollen, ging aber wegen technischen Problemen nicht. Vielleicht haben wir die beim nächsten Mal gelöst und dann sind wir mal zu dritt. Mal schauen. Genau. Wie gesagt, bis zu 8 geht ja. Schauen wir halt mal. Wie gesagt, man kann das natürlich auch öfter veranstalten, wenn es denn halt dann auch wirklich dann auch so funktioniert. Na, aber ihr müsst halt auch immer dann halt auch ein Stück weit bedenken. Es ist halt, ja, zusätzlicher Aufwand. Also man muss halt das Ganze planen, man muss sich frei nehmen und so weiter und so fort. Also wenn ihr schon Interesse habt und dann auch mitmachen wollt, dann seid bitte auch da. Also das ist jetzt nur mal so die Predigt ganz, des Sonntags. Ganz genau. Oder sagt ja eben ab, wenn das dann ist, das nicht so schlimm. Ich meine, wir nehmen uns halt auch den Tag dann halt frei, beziehungsweise, was heißt frei? Planen nichts anderes ein. Planen halt nichts anderes ein. Und es ist dann halt meistens ärgerlich. Wir hatten es, glaube ich, das letzte Mal hatten wir es gehabt, ne? Da wollten zwei angeblich mitmachen oder zwei mitmachen. Gut, wie gesagt, der eine kam jetzt noch oder sowas in die Richtung. Aber wie gesagt, es war dann halt einfach, es ist dann halt einfach ärgerlich, wenn dann halt doch keiner kommt. Und man plant das dann halt doch 2 Wochen vorher. Ja. Und dann. Genau. Also wenn, wie gesagt, wobei man sagen muss, bei beiden, beim letzten Mal hat es bei beiden eigentlich auf Missverständnis mehr oder weniger beruht. Der eine war eben dieser, der jetzt da war, er hatte schlicht und ergreifend das falsche Spiel mit und hatte kurzfristig vorher abgesagt, was durchaus rechtens ist, weil er hatte abgesagt und wenn es nicht geht, geht's nicht, lässt sich ja nicht ändern. Und der andere hat es einfach nicht gelesen rechtzeitig. Wenn ihr also gleich der Hinweis, wenn ihr irgendwie mitmachen wollt, wäre es vielleicht einfacher, wenn ihr mich dann auf Facebook liked, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und mich darüber mal kurz anschreibt und sagt, dass ihr der und der seid, dann kann ich euch darüber anschreiben. Das sieht man meistens schneller als über YouTube. Wenn man keinen Facebook-Account hat, dann entfällt das natürlich. Ja, dann, ja, Facebook dann müsst ihr halt wenigstens einmal ein paar pro Woche reingucken. Die Leute öfter rein als jetzt hier bei YouTube zum Beispiel. Ja, ganz genau. YouTube ist ja auch ein bisschen, was das angeht. Gut. Das Nachrichtensystem ist halt nicht so das Beste. Eben. So. Bei den meisten Leuten ist es ja mittlerweile auch so. Ich meine nicht klar, nicht bei jedem kleinen Schüler, also bei jedem Schüler, aber bei den meisten Leuten ist es mittlerweile so, dass die Facebook auch als App auf dem Handy haben. Insofern kriegen sie immer eine Nachricht, wenn ich mal dann schreibe oder sowas. Wichtig ist natürlich, dass ihr mich vorher anschreibt, weil ich kann nicht sonst nicht über die Seite zurückschreiben. Vorausgesetzt, ihr wollt mitmachen. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass es euch gefallen hat, wie wir uns wieder gegenseitig niedergeschnetzelt haben. Ja, und ich kann einen Sieg zu meinem Konto mit dazu verbuchen, erstmal. Jawohl. Einen. Ja, und gut, das zweite Mal war es knapp, war mehr oder weniger fast ein Unentschieden, aber gut, also war sehr, sehr knapp. Es war mit definitiv kein Unentschieden, so wie du verloren hast hinterher. Aber es war sehr, wirklich sehr, sehr stark ausgeglichen und das letzte war dann wieder etwas. Also, ja ausgeglichen, aber auch nur bis dahin, bis ich den letzten NPC besiegt habe. Der mir die ganze Zeit noch auf den Geist ging nebenbei. Sobald der weg war, hast du keine einzige Chance mehr. Klar, du hast dich da noch gut gehalten, aber wie gesagt, dann kamen ja eigentlich die Angriffe nur noch fast von meiner Seite und deine habe ich eigentlich relativ schnell unterbunden. Genau das wie stimmt. Dieses Mal. Ab und zu bist du mir in die Falle gegangen, ab und zu bin ich dir vielleicht in die Falle gegangen, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe sofort, habt ihr ja gesehen, seine Rohstoffproduktion ausgeschaltet. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Irgendwann hat er keine mehr. Und wenn man keine Rohstoffe hat, kann man nichts bauen. Sieht man ja hier schon. Man braucht ja nochmal, wie ich gerade bin, auf den Reiter Rohstoffe gehen. Ein kleiner Unterschied ist da schon am Ende. Ja, stimmt, mir haben dann auch die Rohstoffe auch gefehlt. Problem ist halt auch im 2 gegen 2, dass du ja dann auch noch zusätzlich, du kannst ja bis zu 1000 Einheiten produzieren halt. Ne? Ja. Also Kommandeurspunkte haben. Und wenn dir halt die Rohstoffgebäude weggefetzt werden, dann bist du bei einem Limit von 300-400 und dann fighte mal gegen eine 700er Armee, das ist dann verdammt schwer. Aber so ist das halt, so läuft das Spiel. Genau. Bin nur etwas traurig, weil ich verloren habe. Naja, gut, jetzt haben wir auch die Zeit noch ein bisschen totgequatscht. Ja, siehst du, ist die Folge gar nicht so kurz, wie ihr alle dachtet. Okay, Leute, aber jetzt ist wirklich Schluss. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid ja auch in einem Monat oder so wieder dabei oder je nachdem, wann ihr es anschaut. Vielleicht gleich morgen oder gleich jetzt danach. Bis denn. Tschö. Tschüss.